Hallöchen, willkommen zurück hier bei City Skylines. Wir wollten gerade, wir haben unser, also Gaststätte Winter ist jetzt Stufe 3. Es hat auch im Grunde genommen schon die Voraussetzung für die nächste Stufe, aber wir basteln jetzt mal Gehege, neue Gehege. Das ist sehr groß. Küste benötigt. Das ist ja interessant. Die Frage ist, ob man das halt später noch da quasi hinzufügen kann. Dann haben wir das und das Flamingo-Gehege. Das ist relativ klein, das können wir oben hinknallen. Ja, dann bau das doch weg. Okay, ich fürchte, das müssen wir nochmal neu machen. Dann haben wir hier Flamingos. Flamingos. Und dann kommt hier ein Elefantengehege hin. Wie groß ist das Elefantengehege? Vielleicht noch ein Zooplatz? Irgendwo? Hier so hin. Wie groß ist das Elefantengehege? Ja, ist relativ groß. Muss ich jetzt hier erstmal den Park erweitern, ne? Vielleicht so. Dann kommen da Wege hin. In dieser Art. Ich denke, hier können wir sicher noch was hinbauen später. Oder auch jetzt. Nämlich noch ein Café. Hier direkt gegenüber. Da müssen wir den Zaun. Warte, erst vielleicht die Straße. Oh, huch. Ich würde ganz gern diesen Meeresbiologen-Kram bauen. Das kann ruhig weg. Genauso wie das.
Elefanten. Ich mache immer Pause, wenn ich baue. Das sollte ich eigentlich nicht tun. Das will ich auch eigentlich gar nicht tun. Bäumchen. Wir haben jetzt diese hier überall, ne? Hier zumindest ein paar Bäumchen überall hin. Dass die Leute, dass die Tiere hier nicht von den Autos belästigt werden. Ich meine, hier haben wir den Vorteil, dass das etwas erhöht ist. Hier die Vögel. Vögeln so vor sich hin. Und ich habe gerade Wasserprobleme gesehen. So gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Elefanten! Türe! Türe! Können wir die Musik ändern? Cities Radio. Radio. Fahren hier hinten Leute. Ist hier Verkehr? Was sagt der Lärm? Lärmbelästigung geht eigentlich, ne? Hier, die Wohngebiete sind einigermaßen ordentlich, also leise. Klar hat man hier an den größeren Straßen ein bisschen mehr Verkehr, aber das ist ja auch so vorgesehen und damit auch mehr Lärm. Gaststätte Winter. Wie viele Leute? 54. Es werden immer mehr. Kann man sehen, wie viele davon Touristen waren? Also kommen auf jeden Fall einige von außerhalb. Hier fehlen gebildete Arbeiter, aber das ist ja kein Problem. Das kriegen wir langsam, aber sicher in den Griff. Eine Grundschule wäre vielleicht noch was. Hier hinten. Oh, direkt hier hinter die Uni. So. Oberschule, wie sieht es damit aus? Vielleicht mal so eine Alternative. Hier hin. Zack. Hier fehlen Arbeiter im Allgemeinen. Ach. Dann kriegen die hier Arbeiter, würde ich mal vermuten. Die Leute, die hier wohnen, die kriegen auch keinen. Ah genau, hier ist gar keine Verbindung zur Autobahn, das ist gut. Warum kann ich das da nicht bauen? Also ich habe jetzt hier, klicke jetzt hier hin. Jetzt müsste ich hier klicken können. Verstehe ich nicht. So, hier kommt Bevölkerung hin.
Und zwar gering besiedelt. Und hier vielleicht Geschäfte. Hier auch Wasser, ja, ne? Ja. So, Beverly Hills. Müssen wir da eigentlich noch mal ganz kurz. So, das ist alles Beverly Hills. Stolzes Viertel. Vielleicht das stolzeste von allen. Kontrollierter Drogenkonsum. Ach, guck mal, die betreiben auch Recycling. Aber die haben dafür Steuererhöhungen für Wohngebiete. Was ist das hier? Und Hightech-Häuser kriegen die hier. Förderung des Fahrradfahrens. Blitzableiter. Okay. Bam, bam. Dann haben wir jetzt Beverly Hills hier. Das wird... super. Ach, Beverly Hills. Ich mache meinen eigenen Gag immer kaputt dadurch. Hundepark. Hier. Zack. Und vielleicht gibt es hier einen kleinen Park. Einfach nur, damit die Arbeiter da vielleicht mal zwischendurch hingehen können. Haben die jetzt überhaupt noch den Naturrohstoff Wald? Ja. Ich wollte gerade hier gucken. Also die haben Arzt, Feuerwehr, Polizei. Die haben eine eigene Grundschule. Die haben eine eigene Oberschule. Die haben nur keine eigene Uni, aber das macht ja nichts. Also denen geht's gut in Beverly Hills. Und das dürfen die sich auch hier mal ordentlich, darf ich mir auch mal bezahlen lassen. Sowas wird direkt abgerissen. Die haben ordentlich Parks. Ja. Beverly Hills da oben auf dem Hügel. Ach du Scheiße, wo wollen die denn alle hin? Wo wollen die hin? Ich kann mir vorstellen, dass viele da unten hin wollen. Warte mal, kurz gucken, das könnte man doch irgendwo, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier drauf klicke.
Also hier so. Verkehrsroutenansicht. Die meisten wollen hier hinten hin. Die wollen hier in das neue Wohngebiet. Huch. Die wollen in das neue Wohngebiet. Und da gibt es natürlich keine schöne Abkürzung. Das hier wird später auch noch ein bisschen anders gemacht. Aber ich könnte natürlich hingehen. Dieses Institut für bildende Künste. Hier an diese Straße packen. Diese Straße aufwerten, um die dann hier hinten ranzuleiten. Das heißt, man kann auch hier hinten rumfahren, wenn man das denn möchte. Wahrscheinlich erstmal noch nicht, ne? Hier haben die Müllprobleme. Was sagt denn unser Müll eigentlich so? Unser Müllverarbeitungsstatus ist ein bisschen zu gering. Das hier? Ein schwimmender Müllsammler. Ich würde ganz gerne noch ein Recyclingzentrum bauen. Lärmbelästigung, Verschmutzung. Trotzdem Verschmutzung, ne? Vielleicht ja hier so hin. Vielleicht mache ich einfach mal Folgendes. Und ich mache hier ein neues Gebiet. Warte. Reise ich nochmal kurz wieder ab. Können ja auch links abbiegen. Naja, das ist interessant eigentlich, aber gut. Und mit interessant meine ich gefährlich. Ich möchte das gerade haben diesmal. Dann mache ich das hier auch nochmal weg. Wupp. Composed of industrial plastics. We also know it's what indica that is more important than the car itself. And that's why it can also carry up to 300 kilograms of human, animal, or consumer goods cargo. The climate control device brings the air temperature to 22 degrees Celsius. It's our way of making our cars comfortable for the majority of men. So, dann kommt hier nämlich einfach mal so ein bisschen sowas hier hin. Zwei Stück. Nein. So. Dann mache ich vielleicht doch hier unser Versorgungszentrum hin. Was ist das denn?
Mit Elektrizität. Ausgangsleistung 80. Aufwindsolarturm. Das ist leider ein bisschen groß. So, jetzt habe ich ganz lange nichts gesagt, ne? Kann das sein? Das passiert manchmal bei dem Spiel, wenn man nachdenkt. Und ich versuche das gelegentlich zu tun. So, die kriegen Wasser. Watt. Das ist richtig gut. Das bedeutet... Wuppdi. Können das hiermit verbinden. Huch. Und wir haben im Moment sowieso nur einen Stromverbrauch von 222 Megawatt. Wir können einfach mal hier so ein Ding abreißen und vielleicht sogar noch eins. Zack. Und ja, vielleicht sogar noch eins. Das vielleicht nicht, aber das hier. Ja. Hier werde ich ein bisschen Industriegebiet los. Habe ich gerade mehr überlegt. Dann wird das ja auch weniger Verkehr, hoffentlich. Ich würde das Industriegebiet gerne verkleinern auf diesen inneren Teil hier. Und hier einfach noch so ein kleines Ding sie hinbauen. Ist das klug, wenn ich das so mache, oder sollte ich die vielleicht andersrum machen? Ah, ist glaube ich egal. Genau, dann mache ich hier einfach so verschiedene Versorgungsgebäude hin. Geothermiekraftwerk. Was ist das hier? Und vielleicht kann man hier ja sogar... Ja, fängt es vielleicht nicht. Polizeihubschrauberdepot. Mal so ein Löschhubschrauberdepot. So, dann kann da die Feuerwehr überall mit dem Löschhubschrauber losfliegen und dann löschen. Was haben wir hier? Katastrophenschutzeinheit. Schickt Hubschrauber und Fahrzeuge los, die bei der Schuttbeseitigung der Rettung von Überlebenden helfen. Ja, wisst ihr was? Für den Fall, dass wir hier irgendwann mal so einen Kram brauchen, brauche ich es einfach jetzt schon. Das hier wird super. Was haben wir hier?
Tsunami-Warnbojen, ja. Nee, da kommen so Gebäude hin. Das Polizeihubschrauber-Depot würde ich auch hier hinballern. Strom. Ja. Ist das jetzt verbunden? Ja. Gut. Was ist hier los? Hier mangelt es an Arbeitern. Die brauchen viele Arbeiter. Was sagen denn hier unsere Leute so? Bevölkerung 12.000. Ja, wir haben halt einfach 1.000 Leute zu wenig. Die Bildung sagt, na, 25% davon sind ungebildet. Also das wären eigentlich hier gute Kandidaten, um da zu arbeiten. Was sagen, ist eigentlich mit Parks? Ja, hier könnte noch was hin. Kleiner Spielplatz. Zack. Damit die auch zufrieden sind. Was ist das Problem? Steuern sind zu hoch. Hallo? Machen wir mal auf 11% überall. Oh Gott. Oh Gott. Das sieht doch schon eher nach Mal aus, warte. Ja, das, so kenne ich Mal. Obwohl, zu viele Bäume. Aber hier... Ja, das ist Mal... Wenigstens leuchtet das Licht. Ja gut. Nein. Das ist ein Fall für den Bagger. Jammer, jammer, die Steuern sind zu hoch. Ich kann mir das nicht leisten. Ich möchte unbedingt auf diesem Hügel wohnen. Aber das ist mir zu teuer. Aber ich wohne trotzdem. Ach. Hier in dieser schnieken Wohngegend. Dann pleite gehen, ne? So. Ja, komm. Beverly Hills. Richtlinien. Steuerung. Machen wir die Steuererhöhung weg. Den Steuersatz um 2%. Hallo? Um 2%. Das heißt, der war auf 13. Vielleicht mache ich das einfach mal so. Machen das mal runter auf 10%. Das wird jetzt ein paar Geldeinbußen mit sich bringen. Und dann machen wir hier die Steuererhöhung. So. Und hier... So. Die Autobahn gehört natürlich nicht mehr zu diesem Stadtteil. Ich weiß auch nicht, wie ich den nenne. Aber
Da machen wir eine Steuerentlastung. Gewitter? Ja, das war's. Ja, hier, alles wird verlassen. Ach Mann. Was ist denn das Problem? Ist doch alles so schön hier. Ja, nicht genug Arbeiter, das ist das Problem. Ich meine, das ist mir schon klar, aber hier sind, hier wohnen direkt Leute, die können alle da arbeiten. Strom? Ach ja. Können die nicht ihren Strom direkt von hier drüben beziehen? Nee. So. Hier werden noch Leute wohnen. Nee, aber nicht hoch besiedelt. Ah, habe ich mir gerade was anderes bei gedacht. Ist gering besiedelt. Können auch noch Leute wohnen. Alles super. So. Guck, dann können die von Beverly Hills hier auf die armen Schlucker runtergucken. Hier ist man tot, das ist nicht so gut. Obwohl, da müssten eigentlich Leute abgeholt werden. Krematorium kann ich noch nicht bauen. Was haben wir hier? Turn- und Fitnesshalle, ein Yoga-Garten. So, Beverly Hills bekommt einen Yoga-Garten. So sieht es nämlich aus, Leute. Das mache ich für euch. Feuerwehr. Sollte ich vielleicht hier hin bauen. Zack. Und Polizei. Was ist das? Gefängnis. Gefängnisbuskapazität. Okay. Ja. Verbrecher im Gefängnis. Schön. Da können die nämlich rehabilitiert werden. Das ist gut. Wie läuft's bei Gaststätte Winter? Das ist einfach ein traumhafter Park. Der jetzt auch Plus macht inzwischen. Und wir sind bald, wir haben 100 Besucher pro Woche und bald haben wir die nächste Stufe. Dann können wir schon Löwen oder so bauen. Feuerwehr. Ja gut, hier ist jetzt Mau, ne? Wir haben hier, glaube ich, eine große Feuerwache. Ein Feuerwehrhaus. Bam, 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 bam.
Beverly Hills erholt sich. Da werden noch ein paar Gebäude verlassen. Huch. Hier fehlen noch gebildete Arbeiter, aber 16% haben inzwischen Hochschulabschluss. Das ist gut. Ja. Was haben wir hier gerade für ein Overlay? Achso, Bildung. Ja, Grundschulen. Ja, das ist so in Ordnung. Oberschule. Sieht gut aus. Hochschule. Ja. Das reicht. Oh, nicht genug Geld. Oh Gott. Wie ist denn unsere Müllverbrennungskapazität? Die ist gut. Das heißt, ich könnte dieses Gebäude. Warum kann ich das nicht entleeren? Gebäude in andere Einrichtungen entleeren. Warum geht das nicht? Weiß das jemand? Zufällig? So, wir haben in Beverly Hills unkontrollierten kontrollierten Drogenkonsum. Eigentlich ist das ja mal. Da ist die Frage, ob man vielleicht überall unkontrollierten Drogenkonsum, also unkontrollierten Drogenkonsum einstellen kann. Das wäre ja vielleicht realistisch. So, da können wir noch Wohngebiete entstehen lassen. Oder vielleicht hier auch mal. Hier so zum Beispiel. Dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Oh, warte mal, das sind die falschen Straßen gewesen hier. Dass mir sowas aber auch nicht auffällt. So. Irgendjemand hat auch jetzt sicher keinen Strom mehr, ne? Ach Mann. So. Baut hier mal bitte rein, damit ich da hier den Strom bald wegmachen kann. Dann haben wir nämlich über dieses Gewerbegebiet einen Anschluss. So, und es wird Industrie verlangt und Müll, Abwasser. Abwasser. We all want to be prepared. We all want to be sure that the people we leave behind don't think we're jerks. Hier am Ballermann schön das Kackwasser. Abwasserklärung ist ein Problem.
The last insurance you'll ever need. Hello, I'm your host Elle, and you're listening to Cities Radio. Na gut. Oh, was ist das denn? Was ist denn hier passiert? Na gut. Die haben übrigens mal Tag, aber da regnet es direkt. Hier, wir haben Bedarf nach Industrie. Wir haben Bedarf nach Industrie. Wir haben auch, glaube ich, genug Arbeiter eigentlich. Ja, nicht ganz. Wir haben zu wenig Arbeiter, aber wir haben auch keinen Bedarf danach. Warum wollen die Industrie haben? Ich würde gerne sehen, ob die Arbeitsstellen, also wie viele Arbeitsstellen wir hier haben, wie die hier die Verteilung ist. Das würde ich gerne sehen. Es geht in Verbindung, Bevölkerung, Bodenrichtwert, Naturrohstoffe, Stadtviertel, Freizeit, Geländehöhenheizung, Pflege, Straßenstandsetzung. Ich würde gern wissen, wie die verfügbaren Arbeitsstellen sich aufteilen auf Bildungsniveau. Gaststätte Winter hat Stufe 4 erreicht. Affenpalast, endlich. Und das Giraffengehege. So, da wird direkt. Affenpalast. Giraffengehege. Oh, das kann man hier super hinpacken. Und der Affenpalast? This is Cities Radio, home of music. Warum geht es hier nicht dran? Mag mir das mal einer sagen? Na gut. Dann mache ich den Weg eben neu. Und wo ist denn das Giraffengehege? Das ist jetzt nicht verbunden, das ist egal. Schön, ich glaube, Gaststätte Winter ist fast fertig, ne? Gibt's hier noch was? Nashorn und Löwengehege. Oh. Zooschild. Haben wir hier ein Zooschild? So Tischgarnitur. Hier an den Elefanten.
man hier auch rein? Ja. Strukturen, Parkgebäude, große Gebäude, kleine Gebäude. Okay. So, Toiletten brauchen wir vielleicht noch. Hier so. Komm, außerdem können wir hier noch langlaufen. Warum, weiß ich nicht. Weil hier wahrscheinlich noch irgendwas anderes Tolles hinkommt. Zum Beispiel einen Souvenirladen. Ups. Haben wir noch ein Zoo-Café hier hinten vielleicht? Schön. Ja, Gaststätte Winter macht sich langsam. Und ich habe schon wieder überzogen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Leute, ihr müsst mir doch Bescheid sagen. Oh, hier ist kein... Hier ist irgendwas unterbrochen, was wir nicht mehr brauchen anscheinend. Ja. Oh, das ist kaputt gegangen. Durch einen Blitzeinschlag oder was? Das könnte ja natürlich sein. Hier brennt es auch. Schön. So, bevor ich jetzt hier weitermache. Warte mal, die dürften doch jetzt gar nicht mehr so viel importieren hier, ne? Theoretisch, oder? Einmal ganz kurz bei den Importen gucken. Ist hier eine Verbindung? Import. Ja, guck mal hier. Es gibt gar nicht mehr so viel Import. Jetzt wird hier hinten importiert. Aber die hier haben ja vorher die ganze Zeit Forstprodukte und so importiert. Ölprodukte werden hier importiert. Alles gut. Aber der Import ist extrem gesunken. Und wir haben immer noch einen Überschuss an Waren. Hier vorne wurden Waren importiert. Okay. Das ist also, funktioniert sehr gut. Wir haben echt einen Überschuss an Waren. Ja, wir importieren eigentlich nur Agrarprodukte. Und eventuell könnte man hier hinten noch so eine kleine Bauernschaft bauen. So, hier kommt noch Gewerbegebiet hin. Dann auch direkt hier hin. Oh, hier ist ein Hubschrauber irgendwo. Da. Ja, schön. Die hat noch Kapazitäten. Ich bin sehr zufrieden, wie sich das hier entwickelt. Und ich mache jetzt endlich mal Folgenende, Leute. Kann ja gar nicht sein. Also, dann sage ich mal, dass wir uns, also hoffe ich mal, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und dass ihr hier Spaß habt. Schreibt doch mal was in die Kommentare, wenn ihr Lust habt. Ansonsten halt nicht. Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.